Ohayo, Minasan. Hi. Na, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr vertreibt euch gut die Zeit zu Hause. Was will man auch sonst machen, ne? Ich dachte, ich spreche heute nicht über Bleach, auch wenn ich ein tolles Bleach-Shirt anhab. Wisst ihr übrigens, dass Bleach einen neuen Anime kriegt? Ja, wahrscheinlich schon, ist schon ein paar Wochen her, dass das gesagt wurde. Aber ich freue mich so. Ich liebe Bleach. Bleach ist mein Lieblings. Schonen, scheiß auf andere, ich sage jetzt keine Namen, aber Bleach ist immer das, was ich verfolgt habe von den großen Schonen-Serien. Genau, deswegen freue ich mich natürlich wie Bolle, dass der Manga endlich mal weiter animiert wird, weil es gibt noch viel, viel, viel zu sehen, ne? Wobei, wer weiß, dank Coronita, wann das nächstes Jahr kommt, wahrscheinlich dann im Dezember oder so, aber es kommt was, das ist schon mal gut. Ja, worüber ich heute eigentlich sprechen wollte, ist über die vergangene Season, das heißt über die Winterseason 2020, und über meine Favoriten. Und ich habe es mir gründlich überlegt und habe mich dann auf drei Stück festgelegt. Und das sind drei sehr verschiedene Serien. Und ich meine, denken wir, umso besser. Vielleicht ist dann für jeden irgendwie was dabei. Und ja, dann lege ich gleich mal los. Und zwar mit der Numero Uno. Das ist kein Ranking oder sowas, einfach durcheinander jetzt. Die erste Serie, die ich gerne empfehlen möchte, ist Toilet Bound Hanako-kun. Was für eine Überraschung. Ich habe diesen Anime geliebt von der ersten Folge an. Und es hat eigentlich auch nicht aufgehört. Toilet Bound Hanako lief auf Wakanim. Aber also das heißt lief, man kann es immer noch auf Wakanim anschauen. Animiert von Studio Lerche, glaube ich, und hat 12 Folgen und ist erstmal jetzt vorbei. Der Manga läuft noch, es beruht auf einem Manga. Genau. Und es geht einfach um eine Schule, um eine Highschool. Und da gibt es Gerüchte, und zwar Gerüchte der sieben Mysterien. Und wenn man mal schon mehr Anime geschaut hat, so wie ich und du und wir alle wahrscheinlich, kennen wir diese Seven Mysteries Story schon in der einen oder anderen Form. Und eine davon ist halt Hanako-san. Und Hanako ist eben, also es ist wirklich so eine Geisterstory in Schulen. Hanako ist eigentlich ein Mädchen, die so auf Toiletten herumlungert. Und in diesem Anime gibt es dieses Gerücht halt eben auch. Irgendwo im dritten Stock in irgendeinem alten Gebäude gibt es die Hanako-san. Und Hanako-san erfüllt einem jeden Wunsch, wenn man sie ruft. Ich glaube, man muss dreimal den Namen sagen im Klo. Auf jeden Fall gibt es da unsere Hauptfigur, und zwar ist es die Nene Yashiro, ist eine Oberschülerin. Die hat Beine wie ein Rettich. Das ist so der Dauergag des Anime. Ja, was vollkommen egal ist. Auf jeden Fall liebt sie halt alles, was mit diesem Mysteriösen und dem Okkulten zu tun hat. Und außerdem möchte sie sich endlich verlieben. Sie hat so total naive Vorstellungen von der Liebe und wartet, dass ihr Prinz sie praktisch abholt. Und daher wagt sie sich auf den Weg zu Hanako. Und geht dann auf die Toilette und ruft dreimal Hanako-kun. Aber was sie trifft, ist kein Mädchen, sondern ein Junge. Und damit geht es erstmal los. Das ist da, und ich sehe, was? Ein Junge? Okay, was passiert hier? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so viel mehr verraten will. Ja, ein bisschen vielleicht noch. Sie wird halt in diese Welt von Hanako reingezogen. Und sie ist dann sowas wie seine Assistentin. Und ihr müsst euch vorstellen, Hanako ist ja ein Geist. Und in dieser Schule gibt es ja die sieben Mysterien. Und er ist nur eins davon. Das heißt, es gibt noch einen Haufen anderer Geistergeschichten, Sachen zu lösen. Und deswegen ist es auch leicht episodisch. Weil man lernt halt erstmal die anderen Mysterien kennen, so nach und nach, ein paar immer wieder. Dann gibt es halt noch andere komische Dinge an der Schule, die passieren. Auf jeden Fall muss das Gleichgewicht zwischen der Menschenwelt und der Geisterwelt halt bestehen bleiben. Es gibt halt manche, die dieses Gleichgewicht stören wollen. Man merkt, da ist ein tieferes Geheimnis, wenn es um Hanako geht. Und man möchte mehr
von ihm erfahren, warum er überhaupt ein Geist ist zum Beispiel. Jetzt mal zu den Charakteren. Also man hat die Hauptfigur, die Yashiro Nene. Und man könnte erst meinen, oh, das ist so die typische Jungfrau in Nöten oder keine Ahnung. Und sie ist total nutzlos. Ich meine, sie ist zwar auf ihn angewiesen, weil sie hat keine übermenschlichen Fähigkeiten. Deswegen ist sie jetzt, sie ist zwar unschuldig und fürsorglich, aber jetzt nicht nutzlos. Und dann gibt es natürlich Hanako-kun. Und Hanako-kun ist natürlich so, der ist irgendwie kindisch, aber auch sehr frech und ein bisschen sadistisch. Und er liebt es halt, Yashiro immer zu ärgern. Aber es gibt auf jeden Fall, man merkt, dass es da was los ist zwischen den beiden. Und sie kümmern sich sehr umeinander. Und ja, es ist sehr lustig, aber dann gibt es auch irgendwie diese süßen Momente zwischen den beiden. Und dann gibt's Ko. Stimmt, ich darf nicht vergessen, über Ko zu reden. Ko Minamoto ist so einer, der am Anfang so einfach nur eine Nebenfigur war. Man sich dachte, okay, was soll er jetzt? Er ist ein Exorzist. Die gibt es da nämlich auch. Und er möchte halt, er ist Anfänger, aber er trifft dann natürlich auf Hanako und möchte ihn natürlich exorzieren, aber er findet dann mit der Zeit heraus, dass Hanako nicht böse ist, zumindest nicht offensichtlich böse. Man weiß ja nicht, was bei dem noch so los ist. Genau, und er hat auch einen älteren Bruder, der ist auch Exorzist und er ist ihm klar da überlegen. Das heißt, Ko muss noch sehr viel lernen, um guter Exorzist zu sein. Und am Anfang hat er halt nicht viel Charaktertiefe, das kommt dann aber noch mit den kommenden Folgen, kriegt er sowas wie eine kleine Arc für sich. Und da habe ich ihn auch viel lieber gewonnen tatsächlich. Ich mag ihn auch sehr gern. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Teil, sag ich mal. Das ist Animation und Art. Art and Animation. Und ich denke, das ist eine Kategorie, bei der wir uns alle, die das geguckt haben, einigen können, dass es sehr, sehr anders ist und sehr ästhetisch und sehr over the top. Mir taugt es total. Also wenn ihr mal googelt, ihr müsst euch mal die Art anschauen, es ist mega. Und wie sie es dann animiert haben, okay, andere sagen dann, die waren zu faul zum Animieren vielleicht. Aber manchmal ist es so, das sieht aus wie so Manga-Panels, so zwischendurch im Anime. Wie so Manga-Panels und die reden da, bla bla. Aber ich finde, das passt perfekt zum Stil vom Anime. Also ich denke nicht, dass sie es damit leicht machen wollten, sondern dass es einfach zu der Ästhetik von dem ganzen Anime passt. Dann ist es wie so Manga-Form in Anime. Ganz, ganz komisch, aber ganz, ganz cool. Zum Soundtrack war es nicht Bombe, aber ich finde, es hat immer gepasst. Es hat immer so was Mysteriöses oder halt auch mal traurig. Das Opening war sehr eingängig. Mir hat das mega Spaß gemacht. Das Ending war sehr, sehr schön. Also ich weiß gar nicht, also ich möchte jetzt die Story nicht mehr spoilern. Auf jeden Fall hat es mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich war immer so gespannt auf die nächste Folge. Und ich denke, das ist jetzt durch den Anime, was natürlich die Absicht eines Anime ist, sehr viel mehr an Popularität gewinnen wird, weil ich glaube, das haben mehrere jetzt angeguckt und die fanden es richtig toll und empfehlen das weiter und wie auch immer. Und apropos gute Werbung, der Manga läuft ja in Japan noch und als ich den Anime geguckt habe, war ich natürlich sehr verführt, in den Manga reinzulesen, habe ich gesagt, nein, du schaust den Anime fertig und dann liest du den Manga. Und habe natürlich gehofft, dass aufgrund des Erfolges vom Anime der Manga nach Deutschland kommt und siehe da, ich habe dann gegoogelt und schon gesehen, hu, Manga-Kult hat Hanako-kun lizenziert. Ich bin so happy. Und wenn es vom Manga-Kult ist, gehe ich mal davon aus, dass das ein Manga im Großformat ist. Wahrscheinlich dann ein bisschen teurer, so Softcover. Wie viel kostet der Großformat? Wahrscheinlich 10 Euro. Aber bei dieser Art, da ich die Art von Hanako-kun ja so geil finde, finde ich das natürlich voll cool, das im Großformat zu haben und dann macht es mir nichts aus, die 3 Euro mehr zu zahlen. Ich glaube, es kommt im August in Deutschland der erste Band raus. Genau. Und den werde ich natürlich sowas von kaufen. Sowas von kaufen. Ist jetzt schwierig für mich irgendwie
ich versuche ja immer zu sagen, ja, derjenige, der den und den Anime geguckt hat, der mag vielleicht Hanako-kun. Was mir eingefallen ist, ist vielleicht Noragami. Also jemand, der Noragami mag. Wobei, das hier ist halt ein komplett anderer vom Artstyle. Du hast halt süßere Figuren, sag ich mal, aber so von den Romantic Undertones und nur Dings, Yato war ja auch so ziemlich rotzfrech, so in die Richtung. Deswegen finde ich, passt das eigentlich ganz gut. Vielleicht jemand, der auf Fruits Basket geguckt. Ich meine, das ist vielleicht jemand, der Fruits Basket mag. Oder Pandora Hearts. Oder es ist schwierig. Oder jemand, der vielleicht dieses in der Winterseason das andere angeguckt hat. Kyoko Suri, ich glaube, so hieß es. Dem könnte das vielleicht auch gefallen. Also. Aber ich kann jetzt da keine klare Ähnlichkeit sehen zu dem anderen Anime, den ich jetzt in meinem Kopf habe. Aber ja, das nur mal so als paar Vorschläge. Und ja, das war mein Anime Nummer 1. Kommen wir zum Anime Nummer 2. Und der hat zwar nicht in der Winterseason angefangen, aber der hat in der Winterseason sein Ende gefunden und das ist Blade of the Immortal. Und eigentlich war es absehbar, dass ich von diesem Anime rede, oder? Ich meine, von allen den, also im Vergleich mit Hanako und dem anderen, den ich noch nennen werde, ist es für mich von der Story her gar nicht, aber so vom Anime selber der am schwächsten ausgeführte. Jetzt meint ihr, boah, warum erwähnt sie das dann in ihrer Top 3? Ich muss, weil ich liebe alles mit Samurai, was mit Samurai in dem alten Japan zu tun hat und die Story von Blade of the Immortal, ich mag die. Ja, okay, jetzt sagen viele, sie ist auch ein bisschen 0815, das gibt es auch schon öfters, aber irgendwie. Halt, stopp, ich fang mal von vorne an. Also, Mugen no Junin heißt es, glaube ich, auf Japanisch und es müssten 30 oder sogar 31 Bände sein. Ich weiß nicht, wann der Manga in Deutschland rausgekommen ist. Ist bestimmt schon eine Weile her. Vielleicht Anfang 2000er, weil der Manga ist, glaube ich, aus den Ende 90ern in Japan. Aber die sind bestimmt schon vergriffen, denke ich mal. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, genau. Und es gab schon mal ein Anime davon, den habe ich nicht geguckt. Wahrscheinlich Anfang 2000er. Und das jetzt ist halt wie so ein Remake. Genau. Und worum geht's? Worum geht's? Also, du bist in Japan im 18. Jahrhundert, glaube ich. Und es geht um Manji. Und Manji ist ein Samurai. Und er hat sehr viele Menschen umgebracht. Und zur Strafe für diese Morde, sage ich mal, hat er einen Fluch abbekommen. Das ist der Fluch, unsterblich zu sein. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, oh, ist doch voll geil, unsterblich sein. Das ist aber nicht so wie bei Unsterblich Twilight oder so, wo ich glitze in der Sonne oder so. Sondern der arme Mann, der kann trotzdem Todesqualen leiden. Also immer wenn ihm Arm abgetrennt ist, dann geht er zwar wieder zusammen, aber es tut scheiße weh. Ja, und Spaß beiseite. Wer will schon für immer leben? Also ich nicht. Genau, und er hatte eben diesen Fluch und wie ich schon gesagt habe, wenn der Arm dann irgendwie abgeht, die Wunden, die heilen alle wieder zusammen. Ihr stellt euch das so vor, wie 100.000 kleine Würmchen in seinem Körper, die ihn dann wieder zusammenflicken. Sieht euch so wie eklig, aber es ist ungefähr so. Und eines Tages begegnet er einem Mädchen, das ist die gute Rin. Und die Rin ist sehr viel jünger als er, ich glaube, die ist so 15, 15 vielleicht so um den Dreh rum. Und sie hat ein ganz typisches Klischee jetzt natürlich. Sie möchte Rache nehmen, weil ihre Eltern wurden umgebracht. Dudum, dudum, dudum. Ja, ich weiß, es ist sehr 0815. Aber sie heuert ihn als ihren Leibwächter, Bodyguard an und möchte natürlich ihn damit beauftragen, ihre Eltern zu rächen, weil sie weiß, wer die Eltern ermordet hat. Und sie machen sich dann auf die Suche nach den Mördern. Was ich halt so, also ich habe den Manga offensichtlich nicht gelesen. Deswegen kann es sein, dass wenn ich den gelesen hätte, ich den Anime vollkommen schrecklich gefunden hätte. Ich habe natürlich schon gemerkt, obwohl ich den Manga nicht gelesen habe, dass es alles sehr zügig geht. Und dass das Problem ist, du hast so viele Charaktere, aber irgendwie trotz der 24 Folgen oder wie viel es hatte, so wenig Zeit, auf die alle einzugehen, wie sie es verdient hätten. So.
Also sonst so storytechnisch war es für mich okay vom Fluss, ja, aber die ganzen Characters hätten noch mehr Zeit bekommen sollen, um mehr Charaktertiefe zu bekommen, außer den zwei Hauptfiguren, sei jetzt mal so. Was aber cool ist, ist auf der ganzen Suche und sowas. Es ist alles nicht schwarz-weiß, nur weil der jetzt die, also das ist natürlich scheiße, dass er die Eltern umgebracht hat, aber ist er nicht der Oberböse der Welt? Versteht ihr, wie ich meine? Es ist nicht so einfach für die zu sehen, wer ist jetzt Freund und wer ist jetzt Feind. Weil manchmal kann man dann schon auch nachvollziehen, warum der Feind die Dinge tut, die er tut. Versteht ihr, was ich meine? Und dass jemand, also jemanden aus Rache töten, an sich ja auch schon grundverkehrt ist. Also diese ganze moralische Geschichte dahinter gibt es natürlich auch noch. Ja, und zur Animation, das war ein bisschen problematisch irgendwie mit den Kampfszenen. Das war irgendwie komisch geschnitten. Also ich konnte nicht immer nachvollziehen, wo jetzt der Charakter war da und dann war er plötzlich ein Ninja, weil dann konnte er sich teleportieren und war plötzlich ganz woanders. Also es ging alles zack, zack, zack und ich glaube, das liegt daran, dass ich so komisch kurz geschnitten habe. Aber gut, das macht natürlich einen großen Teil vom Anime aus. Und ich denke mir halt gerade, wenn man den Manga gelesen hat, so, wow, diese Panels hätte ich jetzt voll gern animiert gesehen. Weil das ist ja das Geile an dem Anime und dann ist es halt nicht so toll geworden. Okay, buhu. Aber deswegen werde ich den Anime jetzt bestimmt nicht hassen. Ja. Was mich viel mehr gestört hat, ist eben, dass es zu viele Charaktere gab. Und da ich den Manga nicht kannte, war ich so, okay, wer ist jetzt da? Wer ist gerade zum Beispiel einmal so eine Art Mini-Boss, so einen blöden Deppen? Der hatte immer zwei Frauen dabei, das waren, glaube ich, Ninja oder sowas. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was war, auf welcher Seite der war und was der tut und warum er es tut. Irgendwie, ich habe es absolut nicht gecheckt. Das nur mal so als Beispiel. Aber ich glaube, ich habe noch gar nicht von den Hauptcharakteren gesprochen. Also Manji ist eben der mit dem Fluch. Und der ist so richtig so badass, aber hat das Herz ausgerollt. Merkt man dann schon. Er ist sehr charmant und auch witzig in manchen Momenten. Und mit Rin hat er auch so eine Chemie, aber man kann sie nicht genau einordnen. Sieht er sie jetzt als kleine Schwester oder sieht er sie als mehr? Es ist nie ganz eindeutig gemacht. Ich weiß nicht, wie es im Manga ist, aber auf jeden Fall ist es im Anime sehr, sehr zwielichtig. Dann gibt es halt noch die Rin. Und Rin ist halt am Anfang so noch klein, heult am Anfang immer rum von jeder Folge, könnte man meinen. Und irgendwann, wenn sie dann diese Rache-Gedanken zur Seite legt, dann wird es interessant. Und dann merkt man auch, wie sie sich weiterentwickelt durch die nächsten, doch bis zum Ende, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch Kagehisa Anotsu. Und das ist der Mann, an dem sie sich rächen möchte. Und der gehört eben zu diesen Itoryu und vernichtet die ganzen Dojos und eben auch das Dojo von Rins Eltern und bringt die auch dann notgedrungen alle um. Und der hat ja auch seine eigene Story mit seinem Großvater und da. Ist er der interessanteste Charakter? Nee, jetzt eigentlich auch wieder nicht. Aber ich mochte ihn trotzdem. Er war trotzdem interessant. Und die Beziehung zu ihm und Rin. Sie lernt ihn ja dann irgendwann kennen und meint ja erst Rache nehmen zu müssen und bla bla. Es ist sehr kompliziert. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist in der Sendung nicht so einfach mit Schwarz und Weiß und Gut und Böse zu erklären. Und irgendwann war er nicht mehr als eindeutig böse zu klassifizieren. Ansonsten, ja, die Musik, die fand ich gut. Den Soundtrack fand ich gut. Und ich meine, das Opening ging gut ins Ohr. Und das Ending war, glaube ich, nur ein Soundtrack, genau ohne Gesang. Ja. Also wie ihr schon hören könnt, irgendwie gefällt es mir, aber irgendwie auch nicht. Das ist irgendwie so ein Mixed Bag von allem, was mich halt so. Ich mag halt diese, oh, ich muss jetzt Rache nehmen und ich bin Samurai und wir sind jetzt in der Edo-Zeit und ja, mir gefallen halt einfach diese Storys an sich. Und ich bin sehr, 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 sehr interessiert, den Manga zu lesen. Jetzt habe ich ja vorher gesagt, ja, vergriffen. Außerdem habe ich echt keine Lust auf 30 Bände zu holen. Und dann, schlau ich bin, habe ich dann gleich in Amerika geguckt, wie es aussieht. Und da gibt es natürlich schon so eine Omnibus-Version mit drei Bänden in einem. Und ich war schon kurz davor anzufangen, die zu kaufen, weil die sehr schön aussah. Das ist auch ein bisschen größer als der normale Manga.
jetzt nicht so geil wie die Wisbix von der Stabilität. Ist trotzdem soft, mehr Softcover. Aber qualitativ halt doch hochwertig, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich rausgefunden, wieder Manga-Kult am Start, das Manga-Kult. Jetzt eine 2 in 1, also nicht 3 in 1, sondern 2 in 1 Ausgabe, nicht so. 2 in 1 Ausgabe rausbringen möchte. Auf jeden Fall wird es auch Großformat haben. Und wahrscheinlich Softcover. Ich glaube, es kriegt sogar noch einen Schutzumschlag spendiert. Und das startet im Herbst von diesem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, im Oktober. Genau. Und das Original, wie gesagt, hat 30 Bände. Das heißt, in Deutschland wird die neue Serie dann 15 Bände haben. Aber ich weiß nicht, wie viel es kosten wird. Da habe ich jetzt noch nichts davon gefunden, glaube ich. In Amerika diese 3-in-1-Bände kosten vielleicht so 20 Euro. Deswegen werde ich abwarten, wie viel es hier kostet und vergleichen, wie sie aussehen und wie viel es kostet und vergleichen, von was ich halt dann mehr habe, sozusagen. Meistens ist es so, dass ich mich dann für die amerikanische Version entscheide. Ja, aber mal gucken. Ich warte auf jeden Fall noch bis Oktober, wenn ich mir die deutsche Version angucken kann. Und dann werde ich mich entscheiden. Aber ich glaube, ich hole es auf jeden Fall, weil es hat mich jetzt, wie der Anime hat mich echt dazu gebracht, den Manga lesen zu wollen. Ich habe es schon davon gehört, davon natürlich, aber ich brauchte jetzt noch den Tritt in den Arsch, sag ich jetzt mal. Wem kann man Blade of the Immortal empfehlen? Also, ich denke da als erstes an Dororo. Das ist ja an sich auch ein Remake von einer sehr alten Geschichte. Spielt auch im Japan, alten Japan. Wann kam das? Letztes Jahr? Letztes Jahr kam der Anime raus. Also, ich meine, es ist das Dororo von 2019. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ich habe es sehr, sehr, sehr gemocht. Dann Klassiker Samurai Champloo. Wer auch immer es nicht kennt, ist natürlich auch cool. Ja, vielleicht auch Golden Kamuy. Ich muss zugeben, ich habe Golden Kamuy irgendwann aufgehört zu gucken. Aber vielleicht auch was für Leute, die halt Golden Kamuy mögen. Ja, Rurouni Kenshin natürlich. Ja, ich denke, da gibt es genug. Also ich kann den Anime trotz der Fehler empfehlen. Ich bin da nicht so. Und der dritte und hiermit letzte Anime. Somali Tomori no Kamisama, was heißt Somali and the Forest Spirit. Und das ist nochmal was ganz anderes im Vergleich zu den anderen zwei Animes, die ich gerade erwähnt habe. Und das lief auf Crunchyroll und war in 12 Folgen jetzt erstmal vorbei, sage ich, weil der Manga läuft in Japan noch, auf dem es ja beruht. Und bei diesem Anime ist es halt so, du bist in der Welt. Die ist voller komischer Kreaturen. Du hast Geister, du hast Goblins und allerhand anderer Viecher. Und was aber komisch ist, ist, dass es keine Menschen gibt. Die Menschen, die wurden bis zur Vernichtung gejagt. Und eines Tages trifft halt ein Golem in seinem Wald, weil das ist ja seine Heimat, der Wald. Ein einsames menschliches Wesen. Und das ist das Mädchen, ein Mädchen. Und die heißt Somali, beziehungsweise nennt er sie dann Somali, weil er beschließt, sie aufzunehmen, sich um sie zu kümmern, beziehungsweise dann Artgenossen zu finden, zu denen er sie bringen kann, weil er so viel Mitleid mit ihr hatte, weil sie eben ganz allein war. Und ich will jetzt gar nicht viel mehr erzählen davon. Es ist natürlich ein sehr merkwürdiges Paar, weil du hast diesen Golem und dieses kleine Menschenmädchen, die eigentlich nicht mehr, die eine Rasse, die eigentlich nicht mehr existieren sollte auf der Welt. Und da geht es halt in dem Anime um ihre Reise. Die Reise auf der Suche nach Menschen zum einen und wie sich das Band zwischen den beiden immer mehr verstärkt. Und auf ihren Reisen lernen sie dann natürlich andere Kreaturen kennen und andere Reisende. Und langsam erfährt man immer mehr, was hinter dem Aussterben der Menschen steckt. Was mich
Also natürlich wollte ich oder möchte ich mehr darüber erfahren, was mit den Menschen passiert ist. Aber was mich wirklich an der Show gerissen hat, sind die Charaktere und die Beziehung zwischen Somali und dem Golem. Und dass das mal, es ist so eine wirklich heart-touching Geschichte zwischen Vater und Tochter. Und das ging mir einfach so ans Herz. Und es ist so, so süß und so, so, so schön. Und zu den Charakteren eben. Somali ist ein ganz kleines Mädchen. Und Somali ist echt eins der realistischen kleinen Mädchen, die ich hier in dem Anime, glaube ich, gesehen habe. Also jetzt mal ohne Witz, weil sie ist ein sehr neugieriges Kind. Und ihre Neugierigkeit bringt sie halt oft in Schwierigkeiten, was dann natürlich den Golem dazu bringt, sich unendlich und übertrieben viele Sorgen um sie zu machen. Und sie hat aber auch eine sehr, sehr süße Seite, weil man sieht auch, dass sie immer was für ihren Vater, wie sie ihn ja nennt, für ihren Vater tun möchte. Und das ist ganz süß. Und zum Beispiel macht sie dann irgendwann mal selber ein Armband für ihn und schenkt es ihm und so, solche Sachen. Und sie liebt ihn sehr, sehr, sehr wie ihren eigenen Vater. Und das ist ja so toll, weil er ist kein Mensch. Also das geht dann über die. Der Unterschied der Rassen macht ihr halt überhaupt nichts aus. Und der Golem, er hat keine menschlichen Gefühle. Beziehungsweise behauptet er das. Er ist halt sehr rational und er versteht die meisten Dinge einfach nicht, die Somali tut. Für ihn ist es meistens sehr übertrieben, wenn sie dann anfängt zu heulen und er weiß nicht warum oder warum sie sich über was sie sich überhaupt aufregt. Das muss er alles erst lernen und man merkt dann durch den Anime, wie er nach und nach merkt, wie so ein Mensch halt einfach tickt oder wie Somali tickt. Und er ist sehr streng ihr gegenüber, weil er sich immense Sorgen um sie macht. Und man beginnt, dass er langsam wirklich sich zu einer Vaterfigur entwickelt, auch wenn er selber das nicht so sieht. Also die zwei ergänzen sich halt so toll und beide wachsen halt zusammen miteinander. Und dann gibt es halt noch andere Charaktere, zum Beispiel Shizuno und Yabashira und Uzui und Haitora. Das sind so Nebencharaktere, die während der Reise auftauchen und die fand ich auch sehr cool. Vor allem Uzui und Haitora haben nochmal ihre eigene größere Story, die da stattfindet. Genau, und die ersteren beiden, das sind Oni, also Dämonen, und die werden dann richtig Freunde für die und die reisen dann auch zusammen mit Somali und mit zum Golem. Und was für mich neben den Charakteren auch ein starkes Element ist in dem Anime, ist Art and Animation, weil. Was heißt Art and Animation? Die Animation nicht so. Aber die Art ist wunder, 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 wunderschön. Das ist so voller Farben. Also ihr müsst wissen, ich habe zum Beispiel in meinem Zimmer Philips Hue Lampen, ne? Also die dann so schön die Farben wechseln, auch zusammen mit dem Fernseher. Und immer wenn ich Somali angemacht habe, war das ein wahres Farbfest. Aber auch wenn ich Hanako angemacht habe, übrigens, war das ein Farbfest. Also da habe ich mich dann immer gefreut, dass meine Lampen so schön die Farbe wechseln. Oh, der Anime ist so schön bunt und so farbenfroh irgendwie. Aber auch das Charakterdesign von Somali und dem Golem und allen hat mir sehr gefallen. Und diese ganze Fantasiewelt, die sind ja dann in verschiedene, auf dem Weg, auf der Suche nach Menschen, sind sie ja an die unterschiedlichsten Orte gekommen, die sind ja dann nicht im Wald geblieben, sondern die gehen dann durch die Wüste und landen in irgendwelchen Städten und jeder sah irgendwie anders aus. Und ja, also ich liebe ja Fantasy und das hat mich halt richtig, richtig begeistert. Und deswegen kann ich sagen, als Fan von Fantasy-Genre ist es einer der coolsten oder schönsten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, von der Atmosphäre, die so wirklich. Du kommst so richtig runter, die ist so richtig, richtig relaxed. Und noch dazu hast du fürs Herz halt diese herzerwärmende Vater-Tochter-Geschichte. Das heißt, die Kombination, die hat es mir richtig angetan. Und der einzige Anime, der zumindest neuer ist und der das so gut geschafft hat, also sowohl die Characters als auch die Fantasy-Welt als auch die Art, ist Made in Abyss. Deswegen all die Made in Abyss geschaut haben,
würde ich auch Somali Domodi no Kami-sama empfehlen. Gut, beim Somali-Anime ist es jetzt so, dass da Story jetzt weniger vorhanden ist. Das ist für mich auch nicht das Wichtigste, sondern eher die Charaktere, weil du bist ja da auf der Suche nach Menschen einfach nur. Made in Abyss ist sehr komplexe Story. Aber so von dieser entspannten Atmosphäre und wie gesagt von der Art her und den Fantasy-Vibes würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber auch wenn ihr gern Dings geschaut habt, The Ancient Magus Bride oder auch Mahoutsukai no Yome, das war auch ein ganz toller Anime aus der letzten Zeit. Also alle, die den geschaut haben, denen könnte Somali auch gefallen. Davon gibt es einen Manga, ich weiß nicht, ob der in Deutschland lizenziert ist, aber auf jeden Fall läuft der Manga in Japan noch. Ich hoffe, es kommt eine zweite Staffel raus, aber ich weiß es natürlich nicht bis jetzt. Also jetzt in dieser Zeit wird natürlich bestimmt kein neuer Anime angekündigt. Aber ja, das waren meine drei Lieblingsanime aus der letzten Season, aus der Winterseason. Was ich sonst noch gern geguckt habe, waren halt eher Fortsetzungen, zum Beispiel die letzte, dritte Staffel von Chihaya Furu lief da oder auch Haikyuu, die neueste Staffel, wie viel ist es? Die vierte, die fünfte? Weiß ich nicht mehr. Oder My Hero Academia lief natürlich auch mit, das habe ich natürlich auch angeschaut. Aber wie gesagt, das sind jetzt Fortsetzungen, deswegen wollte ich jetzt von denen nicht so gern erzählen, sondern lieber von einem frischen Anime, sozusagen Staffel 1. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr vielleicht schaut ihr jetzt den einen oder anderen Anime an, den ich hier empfohlen habe, euch wärmstens empfohlen habe. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Ich erzähle öfters was über Anime, die mir in der Season am besten gefallen hat, haben. Bin gespannt, was jetzt die Spring Season hier noch weiterbringt. Leider Gottes wurden aufgrund von Corona, was natürlich vollkommen verständlich ist, in Japan zahlreiche Anime auf Eis gelegt. Was ich aber nicht verstehe, ist, wie, dass man erst zwei Folgen jetzt zeigt in der Season und jetzt plötzlich sagt, okay, den Rest des Anime können wir nicht ausstrahlen. Ja, dann hättet ihr die ersten zwei auch nicht ausstrahlen müssen, ganz ehrlich. Also da war ich so sauer. Das habe ich nicht verstanden. Und ich bin auch erstaunt, dass das überhaupt notwendig ist, so zwischendrin das jetzt zu canceln. Ich dachte, Anime wären viel weiter im Voraus schon beendet. Also was heißt viel weiter? Aber ich dachte halt, die Anime, die jetzt im Spring laufen, diese 12 Folgen, dass die halt fertig sind, aber scheinbar nicht. Aber was weiß ich schon. Ja. Hauptsache, nächstes Jahr kommt irgendwann Bleach raus, ne? Wisst ihr Bescheid? Also dann, ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video von mir. Und bis dahin, bleibt gesund. Ciao.